Mit großen Schritten Richtung Finale hier in Alien Rage, behaupte ich mal. Willkommen zurück und ich kloppe den vierten von vier Generatoren oder sowas oder Steuerpulten kaputt. Und dann gucken wir mal, wie viel Fuzzis hier gleich kommen. Ist irgendwo was aufgegangen? War das vorher schon so? Das bringt aber auch nichts. Oh, 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 oh! Ich sneake mich durch den Luftschacht. Warum nicht? Cool gemacht. I'm able to access lower deck memory banks via the bridge. They say there are two guardians on this ship. One is definitely a mech construct. Details on the other one, however, are scarce. It's referred to as the key. And only solid intel I've got is apparently it's modeled on their god. We went against planetary drug lords. But this is new. We had reports from the personnel that made first contact. The Vors are very religious. Wouldn't just joke around about this. Stay frosty. I don't like it. Wie kann eine höher entwickelte Zivilisation noch so religiös sein? Das ist doch eigentlich was, was man mal ablegen muss, wenn man Fortschritte macht als Gesellschaft, behaupte ich mal. So, das sieht eigentlich nur aus wie ein Hologramm, aber ich nehme es mal ernst. Bevor es mich dann zerschneidet oder sowas. War jetzt nicht so schwer. Okay, ach, ich kann, muss mich gar nicht bücken hier. So. Geht's hier irgendwo hoch? Nein. Springt nicht gleich ein Facehugger an. Ah! Oh. Als hätte ich's geahnt. Jetzt kommt die Bats. Scheiße. Was für eine Gemeinheit. Da will man sich einmal nur harmlos umgucken, ne? Dann kommt sowas. Ah! Diese Biester. Die kann ich ja leiden, ey. Hier ist nix. Okay. Kontrollpunkt. Wie freundlich. Muss ich den Weg nicht nochmal ablaufen? Hört sich nicht gut an. Oh, ich sehe nichts. Okay, die sind erstmal alle weg. Schon wieder so ein Ding nicht benutzt. Naja. Oh ja, Rocket Launcher. Der ist einfach unhandlich, muss man so sagen. Es ist einfach so. Sind wir doch mal ehrlich, ne? So ein Ding mit fünf Riesengeschossen rumtragen, mit sich rumtragen und die dann eben auch nicht schnell fliegen. Einen schönen Radius haben, wenn es denn mal losgeht, aber da hinten ist gefährlich, da hinten ist gefährlich. So. Au! Mann, der steht ja immer noch. Reicht mir mit euch. Einmal auftanken. Oh, wie viel habe ich denn von denen verschossen gerade? Ich hatte doch schon 3 von 3 Boni, fällt mir gerade ein. Okay, wenn ich hier sowieso durch muss, dann hole ich mir mal den letzten. Müsste doch hier eigentlich bald mal vorbei sein. Wo waren das? Da hinten, ne? Okay, so viel Zeit muss sein. Oh, schöner Lensflare-Effekt. Das Spiel ist nicht hässlich. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen nach all der Zeit. Ich kann da nicht meckern. Hat er aber erstmal durchgeschnauft. Boom. Wieder die Ruhe vor dem Sturm hier. Britzel, Britzel. Kann ich auch. Ja, diese Wichser da, die nerven mich so dermaßen. Die Brutzelheinis. Oh!
der aber auch Leute frisst. Das ist wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ha! Ah! Dich kann ich hier nicht gebrauchen haben. Ah, sag mal! Noch so ein Heinz, ey, mir reicht's. Zurück. Ausruhen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja, ist gut, ist gut. Gibst mir jetzt erstmal Waffe. Wo ist Waffe? Hier ist Waffe. Okay. Ja, ihr könnt ruhig alle herkommen, ist mir egal. Irgendwie komme ich da nicht so recht rein, wo ich hin soll. Oder hin will. Oh, sauber, was? Ich konnte gerade nicht schießen. Das war ein bisschen kontraproduktiv. Ah, nicht jetzt. Ich erhole mich gerade. Oh, da sind noch so viele von denen. Nee, was ist was anderes? Oh! Wenn man nur noch was auf sich zufliegen sieht. Oh, die ganze Zeit gefühlt kam von da was. Genau. Headshot Streak. Hä? Werden die hier nachgespawnt oder was soll der Scheiß? Headshot Streak. Headshot Streak. Ja. Danke für gar nichts. Junge, Junge, Junge. Ah, die hätte ich nicht benutzt. Schöne Arena. Hätte man auch anders lösen können, aber ich mach's lieber. Lieber aus der Entfernung. Sag mal, wie trifft der mich denn durch die Wand durch? Also die Kollision ist hier manchmal eher so ein Witz. Pass auf, du kriegst was von mir. Du kriegst was Schönes von mir. Vielleicht auch zwei davon. Wenn ich gerade lustig bin. Oh mein Gott. Da war was übrig geblieben, was mir nicht gefallen hat. Dafür gefällt mir das, was der normalerweise so bei sich hat, umso mehr... Oh, hat er sich schön hingelegt. Aber ich fürchte, die Waffe ist... Ah! Ich muss nicht fürchten. Die Waffe ist da. Sehr schön. Ist das der Aufzug? Ne, ich muss hier lang. Okay, das war nochmal so ein... So eine Arena. Gut, 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 gut. Eieiei. Okay, ich dachte, das muss vielleicht sein. So, jetzt kommt Big Mama hier. Was auch immer es war. Und ich bin die kleine Zecke, die Ärger macht. Ja. Also ich hätte noch eine volle Minigun, aber wer weiß, wie viel die so bringt, ne? Besonders beweglich bin ich ja nicht, also werde ich gleich draufhalten, wenn es kommt. Hoffentlich hilft das was. Oh Gott. Stimmt. Ein Mac sollte dabei sein, das ist er wohl. So, you must be the first roadblock. And you have a jetpack. Good for you. Okay, das bringt nichts. So komme ich hier auch nicht weg. Der soll mal seinen Rücken zeigen. Ah, shit. Da. Okay, besonders... Besonders ständig kann man den nicht treffen. Und besonders gut. Und wenn er hier vorne ist... Ah, da müsste ich hin. Kommt der immer so gesprungen, dass ich... Jetzt bleibe ich mal hier. Vielleicht springt er jetzt so in die Mitte, dass ich seinen Rücken sehen kann. Jawoll! Mein Freund, da gibt's richtig Ärger jetzt. Okay. Schade, das war kurz vor der nächsten... Au, au, au. Kurz vor der nächsten Phase. Jack, get the cover. He's feeling the hurt. Put a squeeze on him.
Cover, Cover. Ich bin im Cover. Muss mal gucken, was er jetzt kann. Oh. Ja, da war ich jetzt hier nicht safe. Vielleicht muss man auch auf die Dinger raufspringen dann. You must be the first roadblock. Upsa. And you have a jetpack. Good for you. Wait till he lands, then hit him where it hurts. Ah, jetzt verstehe ich auch. Jetzt verstehe ich das auch. Dass man da, wo er landet, ich habe das ja leider vorher alles weggemacht. Dass man da ihm ein bisschen Ärger macht. Aber so viel Ärger ist das jetzt auch nicht. Das ist Ärger. Ärger, der wehtut. Fuck you! Ehrlich gesagt, jetzt muss ich weg. Oder? Naja, nee, jetzt muss ich... Muss ich Cover machen. Nee, das bringt nichts. Okay, da macht er schon das nächste. Das war so ein Nahkampf. Nahkampfdingens war das, glaube ich. Ja, wie machen wir ihn denn jetzt? Okay, jetzt macht er den Kran. Das bringt gar nichts. Unklar, ehrlich gesagt. Doch, der Rücken. Aber wie kommt man an seinen Rücken ran? Autsch. Oh, Jemine. Ich kann gerade nicht rennen, ich erinnere nochmal daran. Au. Da kann ich an seinen Rücken ran. Aber nur wenn er sich kurz dreht, das ist doch scheiße. Ich kann übrigens hier auch gar nicht hochspringen. Au! Ach, das sind seine Raketen. Jetzt verstehe ich das. Okay, ist mir noch nicht so klar, was wir jetzt wollen voneinander. Beziehungsweise wie ich an seinen scheiß Rücken rankomme. Damn it. Wird er ja mir nicht freiwillig zudrehen, den Rücken. Oh Gott. Ja, scheiße, das hat aber beim ersten Mal besser geklappt. Hä? Jetzt bleibt mich auch noch hängen hier. Boah. Muss ich irgendwas bei ihm triggern? Dass er mal den Rücken zeigt? Oder muss man da... Ich kann ja gar nicht hüpfen mit der Waffe. Kommt ja auch noch dazu. Ach, dann eben nicht, Mann. Dann geht's nicht. Das geht doch gar nicht. Den kleinen Hüpfer hier machen, das ist doch ein Witz. Oh, natürlich. Und das geht dann auch noch daneben. Aber hier den ganzen Ärger abfangen, ist ja auch nicht die Lösung. Mach mal deine Laser. Die einzige Möglichkeit, wie ich mal an dich rankomme. Ich glaube, das nehme ich in Kauf. Ah, das war schön. Okay. Das heißt, ja, one to go, genau. Das ist der letzte, ne? Oh! Da habe ich meine Minigun liegen lassen. Ah, okay, das war die Statistik. Na dann mal direkt weiter. This is it. Check your ammo, tuck in those briefs and batter up. This conduit is nothing like we've seen or used. I
regenerates a dark matter mass and uses it as FTL propulsion. The amount of energy it would take... No wonder the Vorus need Prometheum so desperately. They'd literally be driftwood without it. Well, they should have thought about it sooner. Naja, wenn man was dringend braucht, dann tut man auch alles dafür, ne? Ich sehe sehr schlecht aus in Sachen Muni. Ich muss jetzt mal die Waffe nehmen. Im besten Fall muss ich gar keine Waffe nehmen, aber das glaube ich nicht. Ein... eindrucksvolle Areale hier. Ah. Okay. So, jetzt habe ich wieder was von der. Bisschen was. Okay, da piept was. Hier soll ich hin? Dann geht es wahrscheinlich mit dem Weg erst weiter. Oh. Ah! This god looks like something I ate in my sleep. Gott, I need my daily protein. Oh Gott. Die Spinne, die Spinne. Ach du Scheiße. No visible armor links. No time to look for a weak spot. Just spray. Was? Einfach draufhalten? Nicht nach Schwachpunkten suchen? Oh Gott. Oh! Aber ich hab Schwachpunkte, hallo? Wer nimmt darauf Rücksicht? Ach, die Kleinen auch noch, na toll. Ach, Scheiße, ey. Wo soll ich die ganze Muni hernehmen für den Kerl? Oh Gott. Ja, ich brat mal alles rein, aber... ist nicht so gut, ehrlich gesagt, gerade. Und weg. So, jetzt haben wir noch die. Ach, das war's dann auch. Was? Barriers are down. Now your camp. Go. Meine einzige Waffe, die übrig ist. Oh Gott. Das schafft man doch nicht, ey. Ah! Oh. Okay, das war der. Hier gab es noch was einzusammeln. Oh, oh Mann. Ey, jetzt kommt diese Spinne hier 10-mal auf dem Weg, ne? Garantiert. Limine. Na, wo bist du? Wo kommst du? What the hell? Didn't even make a dent in that thing. It used the refined Prometheum as some kind of coating for its outer layers. Real fascinating. Now how do I bring it down? Push through the secondary power regulator. It won't have any more energy source to feed off once you destroy it. Irgendwas mit Power Regulator? Regulate! Five headshots. Headshot streak. Pistol streak. Was? Warum kommt das von oben? Scheißvieh. Ah. Oh Gott, Hilfe. Nein, die Viecher wieder, die kleinen? Nein. Ah, Es wechselt die Flanke, das ist ja gar nicht cool. Na, du wartest auch auf deinen Einsatz, oder was? Oh Gott. Was hat geklopft? Ich glaube, das war im Spiel. Das hört sich komisch an. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh Leute, nee. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, Alter. Wer soll das denn noch überleben? Hat das bitte zwischendurch Checkpoints? Ah. Oh. Aua. Oh,
den habe ich. Ah, ihr nervt. Immer wieder. Ja, das ist hab ich jetzt. Das, Wie machen wir das? What the hell? Didn't even make a dent in that thing. It used the refined Prometheus. War hier nicht vorher noch mehr? Real fascinating. Now how do I bring it down? Punch through the secondary power regulator. It won't have any more energy source to feed off once you destroy it. Kann ich jetzt nicht gebrauchen hier. Pistol streak. Pistol streak. Ach man, die kleinen Viecher. Der mal nachgeladen hat. Hat erstaunlich gut reingehauen gerade. Aua! Zumindest sichtbares Trefferfeedback gegeben. Aua, Mann. Kommt ihr denn wieder alle her? Hey, mindestens einer muss doch eine Waffe finden. Seitenwechsel, alles klar. Eieiei. Oh, ich kann gar nicht rennen. Oh Gott. Mann, wo ist denn? Hä? Wo ist denn der Raketenwerfer, wollte ich sagen. Mamma mia, ey. Oh, jetzt krabbelt sie hier rum. Ha! Jetzt kommen wieder die ganzen Typen, ey. Wer? Wo? Da ist doch schon wieder so ein... Ach, ich laufe die ganze Zeit über die Käfer rüber. Dachte, hier ist wieder einer, der mich röstet. Okay, Spinne ist abgehauen. Pfui, Spinne, hier ist er. Kann ich nicht aufnehmen? Kann ich nicht aufnehmen? Ist ja ärgerlich. Ich meine, brauche ich jetzt auch gerade nicht, aber demnächst wieder. Oh Mann. Wer will nochmal, wer hat noch nicht einmal den hier? Bringt mir nicht so viel Muni, sondern nur sekundär. Na gut. Goodbye, Mothership. The whole thing is dead in the water and starting to descend towards the rock. Better take care of that thing fast before you go down with the ship. Na toll. Jetzt auch noch schnell sein. Meine große Schwäche. In Spielen. Boah, hier geht ganz schön rund, ey. Ah, da sausen einem ja die Geschosse um die Ohren hier. Uhuhu. Wer? Wo? Ach, da. Da seid ihr, ihr Putzis, ey. Okay, das habe ich von hier oben geklärt. Noch keine vernünftige Waffe hier. Okay, bin ja voll. Abgesehen vom Sekundär. Sieht's gerade wieder gut aus. Bitte bloß nicht wieder diese Spinne. Nicht diese Spinne. Och nö. Ah! Ach, hier sind auch noch kleine. Na, ist ja fantastisch. Oh Gott. Okay, da haben wir mal getroffen. Oh, sie haut ab. Nee, haut sie nicht. Haut sie doch. Haut sie. Take it, freak. Now we're godlike. So,
sorry to break the festivities, but the core's melting faster than a popsicle in a furnace. I suggest you run like hell. Run like hell. Habe ich verstanden. Na, dann wollen wir mal rennen. Hier gibt's nichts mehr. Naja, wenn mir da was im Weg ist, kann ich nicht rennen, ne? Ich bin zu fett. Wieder mal hängen geblieben. Great Balls of Fire! Right. Great Balls of Fire, okay. Go left. Straight ahead. North. Ja. Into the service tunnel. Go. Was? Wo ist der? Ich hänge! Was soll denn das jetzt schon wieder, Mann? In den Tunnel und durch. Oh je. Jack, they're releasing elites out of stasis. Brilliant. Ja, ist nicht so schlimm, kann ich mit umgehen. Hoffentlich. Solange ich ihre Köpfe treffe. Mit dem Kopfschuss ist schon echt. Echt viel erledigt. Und nu, ist hier noch einer? Oder geht's oben weiter? Nee, es geht hier weiter. Allerdings habe ich jetzt, wie sieht's mit der Muni aus? Gerade nicht mehr so viel von der Waffe. Ach, was soll's, rennen. Im Zweifel immer rennen. Oh Gott. Ja. So klärt sich. So klärt sich das auch mal. Oh. Ach, das sind ja wieder die Unschuldigen. Nein, das tut mir leid. Hier runter? You're shitting me. Back up and take the left catwalk. Left. Left ist hier. Kleiner Umweg, okay. Haha. Hätte ich dann jetzt auch gemacht, wenn es nicht von selbst passiert wäre. Hier raus? Ja. Eieieiei. I don't want to sound like a broken record, but run! What do you think I'm doing? Mach ich die ganze Zeit. Ich renne, ich renne, ich renne. T-45 to point of no return. I won't be able to dodge past it. T-minus 35 to point of no return. T-minus 15. I suggest you move it. Ich kann nicht zuhören. Ich muss schon rennen. Okay, home stretch, boss. Time to set a new world record for alien ship escapes. I'm on the other side of the docking bay. Hier runter. Whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 whoa. Irgendwie muss ich da rum, ja, so. Mit am Start. Said, you don't win a war by dying for your country. You win a war by making the other poor dumb bastard die for his.
So, so. Ja, und das war Alien Rage. Hat's ja nochmal ganz schön in sich gehabt, so die letzten 1,5 Folgen, sag ich mal. Wo ist denn bitte die Musik? Nimmt das jetzt Rücksicht auf mich? Das finde ich ein bisschen schade. Sonst ist sie gerne mal zu laut, dass man kein Fazit machen kann. Hier ist sie mal vorsichtshalber gar nicht mehr vorhanden. Ja, es wurde gerade, bevor ich es vergesse, im letzten Dialog noch von Fertigmachen für Runde 2 gesprochen. Die ist leider nie gekommen. Also Alien Rage wurde nicht fortgesetzt. Das ist aber auch okay. Also es macht mal für den Moment Spaß und es ist echt mal, ja, so ein kleiner Ableger von den Großen, ne, der eigentlich auch für, sagen wir mal, seine Gewichtsklasse alles richtig macht, würde ich sagen. Also ich habe es jetzt am Ende echt nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich möchte nochmal dran erinnern, ich habe den einfachsten Schwierigkeitsgrad genommen. Ich wusste schon, warum. Das ging einen Großteil des Spiels echt gut und jetzt am Ende war es nochmal echt knackig. Und ich kann mich auch dran erinnern, wie ich im Original-Run, also damals vor 10 Jahren oder wann ich es mal gespielt habe oder vor 8 Jahren, gerade bei dieser Fluchtsequenz am Ende, wo man durch den Hangar da gelaufen ist, bevor man in die Cutscene reinläuft und abgeholt wird, dass ich da dachte, oh, ich muss mich noch durch alle Gegner durchschlagen und entweder die haben mich dann immer zerlegt oder da ist alles in die Luft geflogen, aber ich habe das nie geschafft und also für die, die sich wundern, warum ich da jetzt so souverän durchgerannt bin, also spätestens bei der allerletzten Szene nur noch rennen, auch wenn da der ein oder andere Gegner dann auftaucht und eigentlich neben dir ist und du an ihm vorbeiläufst und ihn ignorierst, man muss es so machen. Das ist leider nicht so intuitiv, würde ich sagen, wenn man es beim ersten Mal spielt. Ich habe es jetzt zum Glück noch gewusst. Aber an die Spinne zum Beispiel konnte ich mich jetzt nicht so krass erinnern, obwohl die ja eben krass war. Da habe ich aber auch das Feedback nicht ganz verstanden, weil ich glaube, so komplett runterbekommen habe ich sie nicht von der Gesundheit her. Ne? Also da ist schon, ich war schon über die Hälfte und alles. Und ich konnte nicht so genau darauf achten. Ich dachte, es läuft vielleicht in Phasen ab, dass jedes Mal ein Drittel war. Aber es ist mir nicht aufgefallen, dass ich dann am Ende alles von ihr weg hatte. Sie hat sich halt einfach immer nur zurückgezogen. Ja, da war man schon sehr underpowered, sage ich mal. Und das war das Blöde an den Bossen, dass sie einem dann auch wirklich teilweise alles an Munition weggenommen haben, was man in sie reinbrezeln musste. Und da gab es irgendwie keinen vernünftigen Nachschub. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich bei einem Boss dann schon fast so auf die Pistole gehen musste eigentlich. So, haben wir es dann jetzt hier? Ja. Das wäre dann wieder das Hauptmenü. Okay. Ja, aber ansonsten, Alien Rage macht echt Spaß. Ist ein kurzweiliger, schneller Shooter, wie ihn ja viele mögen. Meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen damals. Deshalb hier nochmal die Werbetrommel gerührt. Kauft euch das Ding für 4,99 oder wie viel auch immer, spätestens im Sale. Ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung. Ich habe mich nicht informiert. Hat wahrscheinlich neu damals auch nicht viel gekostet. Vielleicht 25 Euro oder was. Denke ich mal. Davon kann nicht mehr so viel übrig geblieben sein. Vielleicht ein Zehner inzwischen. Regulär, würde ich jetzt schätzen. Aber könnt ihr selber nachgucken. Hab ja auch die Titel immer in der Videobeschreibung verlinkt. Da seid ihr dann direkt auf Steam. Ja. Ansonsten ganz cool, dass man hier auch aufleveln konnte mit den Spieler-Extras. Ich habe immer noch nicht alles freigeschaltet. Das würde dann zu einem zweiten Run eigentlich einladen. Man sieht, ich bin jetzt mit der letzten. Ich habe zwar alle Slots freigeschaltet hier, aber noch nicht alle Perks. Ne? Also hier unten kommen dann nochmal 3. Und da bin ich jetzt, habe ich jetzt ein Drittel zumindest überschritten. Aber trotzdem gut, dass ich alle Slots in dem Playthrough hier jetzt freigeschaltet habe. Dann habt ihr das zumindest mal ein bisschen gesehen. Das Tollste soll wohl irgendwie so eine aufgeladene Superpistole sein, die dann sehr stark ist, vermutlich. Keine Ahnung. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, also das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass man hier sich so ein bisschen auflevelt. Ansonsten, die Waffen fand ich auch alle gut, bis auf die eine, die mehr so den Eindruck einer Shotgun gemacht hat auf mich, obwohl die auch so ein kleines Projektil irgendwie abgefeuert hat. Also die ich immer ausgelassen habe von den unsichtbaren Fuzzis, ne? Ja, aber ansonsten coole Sachen dabei. Die Britzelwaffe hat gegen die Britzelgegner nichts geholfen. Okay, musste man wissen. Ansonsten hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Minigun war besonders schön. Mag-Sequenz leider ein bisschen misslungen, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gesagt in der Folge. Ne? Man ist schön overpowered. Ich mag sowas ja auch mal in Spielen, wenn man nicht immer nur strugglen muss, sondern auch mal schön durchheizen kann.
Habe ich zum Beispiel beim Finale von Terminator Resistance, wer es gesehen hat und sich daran erinnern kann, auch sehr genossen. Als man schön hochgelevelt war und dann die 800er und alles, was da so kreuchte und fleuchte, schön plätten konnte, ohne viel Sorge zu haben. Das war einfach nur gut für die Seele, sage ich mal. Und so eine Mech-Sequenz hier hätte auch gut für die Seele sein können, aber dann hat das ja so eine unglaublich schlechte Präzision gehabt, sowohl mit der montierten Minigun als auch erst recht mit dem Laser. Ich glaube, das hat man am deutlichsten gesehen. Der ging immer gefühlt meilenweit am Fadenkreuz vorbei. Das war nicht so top. Vielleicht wäre er sonst zu stark gewesen, der Mech. Ja, aber man kann doch sowas nicht machen. Also der Spieler muss doch auch irgendwie Regeln anwenden können, ne? An die sich das Spiel richtet. Oder nach denen sich das Spiel richtet. Okay, das war jetzt eine Sache. Ansonsten grafisch bin ich vollkommen zufrieden. Ist zwar alles ein bisschen, ich sag mal, überbelichtet und auch grau in grau und so. Und die Abwechslung ist jetzt nicht gigantisch. Aber an einigen Stellen, wenn man so in einem Luftschacht ist oder der ein oder andere Lichteffekt kommt, das war auch ganz cool. Und was ich auch noch ganz gut ertragen habe, ist diese Männlichkeit. Das nervt mich ja immer sehr so in Spielen wie Gears of War, wo es so übertrieben männlich ist, so Testosteron trieft aus jeder Pore und alles. War hier natürlich auch der Typ an sich schon eine Kampfmaschine, aber die Sprüche waren teilweise echt ganz witzig. Und das fand ich schon noch im Rahmen. Also richtet sich ja nur auch mehr an Jungs, so ein Shooter. Das darf ich wohl sagen, auch wenn das von einigen Stimmen vielleicht andersrum behauptet wird, aber oder nicht andersrum, aber dass da behauptet wird, nein, 50% der Spieler sind heute auch Spielerinnen. Ja, aber vielleicht nicht bei solchen Spielen, vielleicht bei irgendwelchen süßen Mobile Games oder was weiß ich nicht, ja, aber nicht bei sowas. Womit ich nicht sagen will, dass ich hier der Core Gamer bin, ja, also ich will mich da auch nicht drüber erheben, aber wir wollen trotzdem die Realität nicht so drehen, dass sie irgendwie, ja, nicht mehr die Realität ist eigentlich. Das nur nebenbei. Ja, habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also spielt sich präzise, spielt sich schnell. Das hat alles super geklappt, kann ich überhaupt nicht meckern. Spätestens, wenn man die Sprinten-Taste drückt. Ja, manchmal fliegt er ein bisschen viel um die Ohren, da ist man rucki-zucki weg und ich bin dann eher so der, der eine Feiglingstaktik fährt. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich hoffe, es hat euch insgesamt doch Spaß gemacht, hier zuzugucken. Bedanke mich für alle, die bis zum Ende vielleicht sogar dran geblieben sind. Und hoffe, ihr habt es ertragen, dass ich nicht immer durchrushe und alles schaffe. Im Großen und Ganzen war es doch, also zumindest auch für mich, relativ frustfrei. Ne? Man kennt mich. Manchmal rege ich mich schon auf so in Spielen, aber das hier habe ich alles hingenommen. Nicht zuletzt deswegen, weil die Checkpunkte doch recht fair sind, muss man sagen. Ne? Ich musste da nie lange Wege machen und es gab jetzt auch keine Situation, die ich wirklich 10-mal hätte probieren müssen. Vielleicht 3-mal, aber nicht 10-mal. Genau. Ja, die letzte Folge wieder etwas länger, aber ein bisschen Fazit muss ja sein. Ich werde meine Steam-Review nochmal überarbeiten. Die gab es schon vor 8 Jahren. Die war klein und mokelig. Heutzutage schreibe ich da lieber Romane. Aber im Wesentlichen bleibt sie gleich. Also eine Empfehlung ist es allemal. An wen auch immer, wer diese Review liest und natürlich auch an euch, die ihr mich hier gehört habt und erlebt habt in dem Spiel. Und wenn ihr der Meinung seid, nö, eine Empfehlung ist das nicht, dann lasst mich auch gerne wissen, was euch da vielleicht nicht gefallen hat an dem Spiel. Ja, und ansonsten sehen wir uns bei einem anderen Projekt wieder. Also, bis dahin. Tschüss.